So, willkommen zum nächsten Live-LP. Jetzt war gerade Surfer-Restart und wir haben gerade Donnerstag. Zumindest bei mir und bei euch höchstwahrscheinlich auch, weil es wahrscheinlich dann gleich nachher uploaden wird. Ja, was wollte ich jetzt überhaupt machen? Wir wollten, ja, ich glaube, ich wollte heute nochmal weiter erwecken und hoffen, dass nicht sowas rauskommt, sondern eher, wo haben wir es denn? Sowas in der Art. Aber so wie ich mein episches Glück kenne, mal schauen. Wie viel Attack-Speed habe ich jetzt eigentlich? Ich bin bei 66 plus 25. Okay, gut, das ist fast genug. Was habe ich hier noch? Boots. 11 Crit-Schaden ist voll in Ordnung. Helm geht auch besser. Aber erstmal die Speed. Die ist jetzt erstmal so am wichtigsten. Lag. Okay, gut. Also, ja, ich hoffe, die machen jetzt in Flife mal langsam wieder was, weil, keine Ahnung, aber Updates gibt's gar keine mehr im Prinzip, nur Surfer-Restarts, so wie heute. Und, okay, muss ihn mal lassen mit den Surfer-Restarts. Die schreiben es jetzt immerhin, oh, nice. Schreiben es jetzt immerhin mal in Facebook gerade und so, das ist ja schon mal ein, fortschrittlich. Aber ich bezweifle, dass die für einen Surfer-Restart von, wann fangen die an, 8 Uhr bis 1 brauchen, also bis 13 Uhr. Naja, okay. Ach, ey, komm, immer so ein Crap da. 80 Angriffskraft, 52 HP, das ist, keine Ahnung, das ist ein Anfang, aber ein schlechter Anfang, sagen wir mal so. Naja, mal schauen. Boah, komm. Irgendwas Positives, irgendwas Gutes, komm. Boah, End minus 1, ja, das ist positiv und das ist gut, das passt, das nehmen wir. Nicht. Schade eigentlich. Ich bin gerade noch im Überlegen, vielleicht dieses Wochenende, ob wir vielleicht leveln oder wenn es jetzt vielleicht einfach irgendwas gäbe, was man sonst ansonsten noch machen könnte. Das wäre echt noch was wichtig wäre. Weil im Moment so leveln, erwecken, farmen. Wobei farmen fällt auch weg, es läuft kein Event. Wenn jetzt natürlich, wenn wir so ein Event laufen würde, das wäre natürlich saugeil. Oh, Alter, wieso immer Minus? Wieso immer Minus? End minus 4, das ist auch noch drauf. So, hier mag die Beschleunigung minus 4%. Hey, gib mir dein Equip da, du komischer Endweek oder so, wie der heißt. Soll ich nicht eher heißen Weekend? Death minus 28, Dex minus 13. Ich bezweifle es langsam, ob wir überhaupt noch irgendwas anderes kriegen, als Minus. Vielleicht haben die gerade diese Patch Plus Erweckungen. Oh, entfernt. Oh, komm. Minus 10% Crit-Schaden. Oh, Mann. Also, das wäre zumindest schon mal ein richtig geiler Anfang. Oh, ey. Das ist doch nicht fair. Das ist echt nicht mehr fair. Ich finde das jetzt echt ein bisschen gemein. Das Astria läuft auch noch einen Tag, 3 Stunden. Morgen ist Freitag. Ich will eigentlich gar nicht so viel Astria anderen aktivieren will. Es ist 7 Tage Astria, wir müssen nur 1-2 Stunden nutzen. Das ist schon ziemlich blöd. Ah, lol, haben die jetzt irgendwie dieses Herbstes haben wir da reingehauen? Cool. Dex plus 19, okay, das ist mal ein Argument. 4% Cast Time, gut, Cast Time brauchen wir jetzt zwar nicht, aber Dex plus 19 wären schon mal 2 Dex mehr. Okay. Dex plus 19 Cast Time, okay. Naja, wird langsam. 5% Crit Schaden, 10% Crit-Schaden wäre geiler.
Crit-Schaden und Crit-Rate. Das ist was, was man sich überlegen könnte. Fühl mir zwar Dex, aber für mir Crit-Rate. Wäre doch mal eine Idee, oder? Wir halten nur weg. Das kann weg. Das, ja, ist auf alle Fälle. Zieh das Modeste an. Oh, bringt sogar Mana. Ah, nee, das andere hat er ja. Ja, genau. Das heißt, dann kann das da praktisch weg. 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 Das behalten wir mal kurz. Ich glaube, dass wir bestimmt was Besseres kriegen könnten, aber andererseits, für Office ist das ja schon mal... Okay, der Wecken ist natürlich reiner Crap, aber ich meine 19 Dex oder 3 Crit-Schaden und 4% Crit. Gut, das ist Ansichtssache, aber... What? Oh, komm, und dann haut's alles raus, oder was? Ey, jetzt kann ich mal ernst sein. Ach, und der, das Abdeckard anscheinend. Sticker voll Pepone, oh man. Da kommen wieder Erinnerungen hoch. Ja, wenn ich gerade so von der das Schmuckzeug anschaue, das... Ja. Viele Erinnerungen. Ah, fuck. Sehr, sehr viele Erinnerungen. Oh ja. Das war eine Zeit. Boah, das ganze Admin Life. Ich weiß auch gerade nicht, was der da macht, ob der jetzt irgendwas auf Ulti abt oder... Ich habe keine Ahnung. Irgendwas fällt mit der Fall für die ganze Zeit. Rice Tame. So viele neue Namen, aber keiner sagt mir was. Ja, wie ist das falsche weg? Angriffskraft plus 20, Kritschaden plus 3. 7% Crit-Rate, okay. Das ist mal ein Wort. Sieben ist hier, ja, okay, das ist auch Crap. Ach, das haben wir schon. Was haben wir jetzt denn? Was hätten wir Crit-Rate? So, was haben wir? Auf wie viel kommen wir? Ups, fällt. Ja, ah, jetzt haben wir keine Buffs da drin. Cannonball. Okay, gut, der Attack Speed müssen wir nochmal waffen. So, 81 beziehungsweise 91 Attack Speed und 32% Crit. Optional 3% Crit Schaden. Ne, wir nehmen das. Okay. Das behalten wir noch kurz. So, meinen ganzen restlichen Crap verkaufen. So, und dann kaufen wir uns noch die letzten 8 Dings, das Ding da. Und mal schauen, vielleicht haben wir Glück oder sowas. Was ist ein Glück gleich nochmal? Jetzt habe ich 8 gekauft, ich hätte aber 9 Versuche. Fuck. 5% Crit, okay, sind jetzt anfangen. 4% Crit, wenn beides auf einem Ding wäre, wäre dann noch geiler, aber... Okay. Minus 20 Angriffskraft. 2% Crit-Rate. Wuhu. Wieso? Boah, das wäre eine geile Erweckung eigentlich. Aber nein, minus. GG. 13 STA, boah, 13 STA auf den Helm, auf die Speed oder so und dann noch ein bisschen Angriffskraft. Wäre nicht schlecht. Aber gut. So, und ich glaube, für mich geht es dann gleich nochmal nachher, eine Runde, wie hieß das Game?
Vielleicht auf Warplanes aufnehmen. Und dann Together wahrscheinlich War Thunder. Ich bin mir einfach nicht ganz sicher. Ich muss das Ganze nochmal genau anschauen, nur mal so vom Groben her. Also im Prinzip gibt es gleich viele Leute, die sagen War Thunder und gleich viele sagen World of Warplanes. Also es ist sehr ausgeglichen. Aber ich denke mal, da jetzt die zwei von Mega LP Page, also Cosmos und Green X-Fire, eher zu War Thunder stehen, denke ich mal, wird es wahrscheinlich dann sind es wahrscheinlich dann die restlichen zwei oder die zwei Stimmen, die dann eigentlich halt überwiegen, zu War Thunder. Und ja, ich habe noch einen Freund, der auch War Thunder zockt, beziehungsweise was heißt zockt, das suchte das ziemlich hart. Und ja, so, jetzt legen wir das mal kurz rein. Und dann sind wir dann über 11 Minuten und würde trotzdem sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten LP.